Das andere Stichwort war die bunten Felder. Ja. Bunt meine ich jetzt mal weniger farbenreich, sondern tatsächlich mit unterschiedlichsten Bestückungen. Jetzt seid ihr als Saatguthersteller und als Veredler natürlich auf dem Weg, ein bestimmtes, definiertes Produkt herzustellen. Mhm. Und natürlich auch zu züchten und so weiter und so fort. Inwieweit spielen da alte Sorten eine Rolle? Also man kennt es aus dem Apfelanbau oder auch bei den Tomaten, wo dann manchmal gelegentlich ganz alte Sorten auftauchen, die komplett anders schmecken, komplett anders sich darstellen. Wenn man vom Futterbau anschaut, ich glaube, der Kuh ist ziemlich gleich, ob es eine alte Sorte oder eine neue leistungsfähige Sorte ist. Ich selber habe es noch nicht probiert. Ja, klar in welche Richtung das Ganze geht. Also wir haben sicherlich Gräsersorten, die schon 35, 40 Jahre im Markt sind, als Sorte eingetragen sind und immer noch ihr Leistungsvermögen haben, korrekt. Es gibt ein sogenanntes Saatgutverkehrsgesetz, dort ist definiert, welche Arten entsprechend als zertifiziertes Saatgut, das heißt in den einzelnen Produktionsschritten, von uns vertrieben werden. Es gibt aber gerade in diesen Begrünungsmischungen sehr viele Arten, die ja wild gesammelt werden, die nicht irgendwo aufgezeichnet sind und entsprechend auch ja einen größeren genetischen Pool haben. Buchweizen beispielsweise, kennt die eine oder andere vielleicht, ein Getreide auf sehr armen Standorten, Buchweizen, Pfannkuchen, bekommt man hin und wieder schon mal irgendwo in einem Lokal serviert, ein sehr körniges, trockenes Mehl, was dort produziert wird, eigentlich ein Notgetreide. Fällt beispielsweise nicht unter das Artengesetz. Doch gibt es eine gewisse genetische Vielfalt. Aber auch da versuchen wir, entsprechende Herkünfte zu selektieren, die ein gewisses Leistungsvermögen, die auch eine gewisse Konstanz aufweisen. Mhm. Wenn ich einem Landwirt so etwas zur Verfügung stelle, dann muss er ja wissen, das ist auch wirklich Pharopyrum esculentum, also der echte Buchweizen, der den Bienen auch was bringt, der Tracht für die Bienen bietet und nicht irgendein Unkraut, was zwar Masse produziert, aber letztendlich für die Bienenvölker negativ ist oder kontraproduktiv. Also richtig erhaltungstüchtig, dass man sagt, man hat also bei den Äpfeln den alten grauen Boskop oder die Sternrenette. Es ist bei uns kein Thema. Mhm. Ja? Es geht ein wenig, es gibt Bestrebungen im Saatenbereich, initiiert durch unseren Verband, dort Herkunftssaatgut zu produzieren. Das heißt, Deutschland ist aufgeteilt in 24, 25 Regionen. Das ist die norddeutsche Tiefebene, das ist das hessische Bergland und so weiter und so fort. Dort hat man verschiedene Gräserarten, Kräuterarten selektiert, die speziell in diesen Gebieten aufgewachsen sind und sagt, die sind eigentlich am besten adaptiert für diese Regionen. Ist ein wenig schwierig, wenn ich diese relativ kleinen Mischungen dann auch nochmal potenziere mit dem Faktor 24, 25, dort immer ausreichend Saatgut zur Verfügung zu haben. Aber das zielt in diese Richtung. Also Bestrebungen gibt es dort auch. Aber man muss ganz klar sehen, wir sprechen in der Regel bei unseren Komponenten, unserer Mischung über Saatgut, was eingesetzt wird auf Flächen, die dem Ertrag dienen. Mhm. Und da ist wirklich die Leistung gefordert und weniger das Schöne. Deine Frage, bunte Mischungen, ja. Nicht nur artenreich, aber auch bunt. Also ist schon eine gewisse Blütenvielfalt dann vorhanden. Also eine ganz extreme Mischung gibt es in Sachsen-Anhalt. Da gibt es also eine mehrjährige Begrünungsmischung, die besteht aus, ich glaube, 45 verschiedenen Arten. Mhm. Ja, und dann sieht man schon, von den 45 Arten werden nicht alle angehen. Aber je nach Standort werden dann sich da auch 20, 25 etablieren. Und sicherlich etwas Positives, sowohl für die Optik, für den Menschen, für den Erholungssuchenden darstellen, als auch für die Natur. Also das heißt, ihr arbeitet schon so, dass nicht nur das Feld die Masse bringen muss, sondern dass es auch einen ökologischen Hintergrund dazu hat. Wir arbeiten nicht, wir stellen zur Verfügung. Oder ihr stellt zur Verfügung, ja, so, Entschuldigung. Ja, ja. Versuchen da sicherlich auch Mischungen zu konzipieren, die sinnvoll sind. Ja, halt auch
einmal eine Preiswürdigkeit herzustellen für den Endverbraucher, sprich den Landwirt, den Bauern, auf der anderen Seite auch etwas zu fachlich fundiert herzustellen. Also zu sagen, wir haben eine Mischung, die sich entsprechend in die Fruchtfolgen einpasst. Ja, wenn ich also eine rapsreiche Fruchtfolge habe oder eine Fruchtfolge habe, in der sehr viel Rüben vorkommen, muss ich entsprechend auch Arten wählen, die dort ja nicht negativ der nachfolgenden Kultur ja, einen Schaden anrichten, sondern am besten etwas Positives anrichten, sprich Nematoden, Schad, pathogene Erreger im Boden einfach wegzufangen, um den Boden auch wieder ein Stück weit zu gesunden. Was mich jetzt noch interessiert, ist, wie bekommt man von, nochmal zu dem Ausgangspunkt Rasen zurück, wie bekommt man da Samen, also Saatgut? Weil wenn ich so zu Hause oder im Garten gucke, so richtig blühen tut so eine Wiese ja nicht. Also wenn das blüht, dann hat sich da was zwischengesetzt, aber irgendwie muss der sich ja auch wieder vermehren. Ja, also wenn zu Hause in dem Rasen irgendwas blüht, dann hat man einfach zu lange gewartet. Also Gräser gehören also Getreide gehört zur gleichen Familie wie diese Gräser. Das heißt, irgendwann bildet sich aus der Pflanze, die dort vegetativ vorliegt, bildet sich ein Blütenstand raus und dann kann ich mähen. Natürlich nicht mit einem Mähdrescher, der den Weizen aufnimmt und das Getreide dann, was 80 cm, einen Meter hoch ist, aberntet, sondern das sind wirklich Mähdrescher, die umgebaut sind, zum Teil relativ tiefschnittverträgliche Geräte, die dann wirklich 2-3 cm über den Boden abschneiden und dort ja, das Korn produzieren ist nichts anderes als ein Weizen, eine Gerste in Hafer. Halt nur en Miniatur. Die Erträge sind bei weitem nicht so hoch, das muss man auch sagen. Ja, aber das sind auch klassischer Halmfruchtanbau, so wie man in Apotheke. Es gibt auch durchaus Vermehrungsbetriebe hier im Rheinland, also die groben Gräser, Welschwalgras werden am Niederrhein auch angebaut, weil die auch gut in die Fruchtfolge reinpassen. Wiesenrispe, Deutschwalgras sind also alles Arten, die ich jetzt nenne, werden produziert in Dänemark, Kanada, Schweden. Deutschland ist da weniger involviert. Dafür sind die Flächen zum Teil zu klein. Wir schauen, möglichst breit gestreut unsere Herkünfte zu bekommen. Geerntet wird in der Regel zweimal im Jahr, einmal auf der Nord-, einmal auf der Südhalbkugel. Und wir müssen schauen, dass einfach der Warenfluss auch erhalten bleibt. Das hat sicherlich preisliche Gründe, das hat aber auch Qualitätsgründe. Es gibt Regionen, in denen ich eine Art besonders gut produzieren kann, weil das Klima dort besonders ja, mild ist oder besonders rau ist und dadurch entsprechend selektiert oder besonders trocken, besonders feucht. Und diese Ansprüche, die dort oder diese Möglichkeiten, die dort bestehen, nutze ich einfach aus für meine entsprechende Art, um dann halt dort Saatgut zu produzieren. Wir hatten es eben im Film gesehen, Saatgut ist etwas Faszinierendes, wenn man Saatkorn in der Hand hat. Es gibt sehr schöne, wirklich schöne Saatgutkörner. Es gibt auch im Rasenbereich, du hattest es gesehen, als du bei uns zu Besuch warst, Saatgut, was wirklich ganz seidig durch die Hand fließt, also ein ganz schmeichelndes Produkt. Also ist eine ganz, ganz spannende Sache. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Saatgut ist eine ganz spannende Sache. Die Zeit ist durch. Schade. Ja, vielen Dank. Axel Würz. Vielleicht noch so zum Abschluss. Freudenberger steht nicht bei euch auf den Tüten drauf. Oder wenn, dann nur ganz klein. Steht ganz klein drauf, richtig. Wir haben unsere Eigenmarken, Greenfield, Grüne Oase. Wir haben auch sehr viele Private Labels, die wir produzieren. Der Insider kann es sehen an einer Betriebsnummer. Das heißt, Mischungen sind geprüft, sind entsprechend zertifiziert. Und wer unsere Betriebsnummer kennt, weiß, wo das Saatgut auch herkommt. Ja, jetzt ist der Endverbraucher nicht so auf Betriebsnummern fixiert, aber auf Markennamen natürlich. Auf Markennamen, ja. So, und Greenfield... ist da. Ich möchte es gerne nochmal sagen. Ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Dann sagen wir es jetzt nochmal. Greenfield zum Beispiel. Greenfield beispielsweise ist eine unserer Qualitätsmarken. Ja,
Grüne Oase ist eine Qualitätsmarke, die wir speziell für den Fachhandelsbereich haben, neben vielen anderen. Wunderbar. Danke. Vielen Dank dafür, dass Sie da sind. So. Und nun gibt es bei Lord & Schwade Live-Musik. Und wir haben heute den unehelichen Sohn von Donna Summer und Barry White hier. Nein, ist Quark. Ist Quark. Wir haben Luke Summers da.